Willkommen zurück, meine Freunde. Wir sind wieder bei Shadow, der Shadow Story bei Sonic 2006. Wir haben in der letzten Episode Silver getroffen und damit erstmal schön konzentrieren, dass ich hier irgendwie durchkomme. Das ist doch wie das Gebounce von dem einen Endboss von Shadow, hä? Zack. Ich glaube, daran sind doch die Gegner angelehnt. Hopp. Gut. Hopp. Nee, da hinten die Münze will ich jetzt nicht einsammeln. Ich will das Level schaffen. So. Bin ich ja mal gespannt, was in dem Kampf gegen, nach der Jagd von Mephiles rauskommt. Hoppa. Dich will ich eigentlich. So. Was ist denn das ein Raum? Oh. Bah, danke. Bam, bam, bam. Achso, ich bin ja Shadow. Bin ja Shadow. Oh, ich bin ja auch doof. Ich war gerade im Silvertrip, sorry. Also wer sich gefragt hat, was ich da mache, ich wollte eigentlich diese Kombo da machen von dem Silver. Um den Gegner zu stunnen und dann auszuschalten. Bist du? Da. Ah, nee. Direkt unter mir. Du Nudel. Okay, das ist keine. Ja, da muss irgendwo ein Switch sein. Hm. Was passiert mit dem? Ah, da unten geht's auf. Autsch! Später der Spawn. Und hier unten ist der Ausgang. Warte mal. Schade. Oh, wieder der Mist. Hoppa. 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 Und durch. Der visiert das Ding da oben an. Okay. Geht auch. So, okay, Mephiles, wir kommen dir immer einen Schritt näher. Oh. Aber hier kann ich mindestens so machen. Danke. Nee, lass mich durch. Natürlich muss ich euch besiegen. Danke. Zack. Zack. Und zack. Erledigt. So. Okay. An dem Part oder sowas kann ich mich gerade nicht bei Sonic erinnern. Hm. Ja, okay, das Durchlaufen, ja, aber an die anderen Dinge gerade nicht. Oh, cool. Cool. Give me, please. Yeah. Au, was hat mir denn gerade den Schaden gemacht? Bitte. Ja, danke. Warte mal. Stimmt ja, ich kann ja einfach das machen. Dankeschön. Pff. Die Kugeln zerfetzen einfach alles hier. Achso. Ihr spawnt mal wieder so schön nett frühzeitig. Bäh. Okay, weg hier. Und tschüss. So. Stunt. Hi. Das One-Up, das will ich schon haben. Wäre nicht schlecht. Falls mir doch hier einiges passieren könnte, kann ich damit länger überleben. Pam und gestunt unten nachgeschossen. Ach, da oben, ihr lebt ja. I'm firing my laser. Ja, ich merke schon.
Ja, du nur mit deinem billigen Feuer, der hier, der andere schießt Laser und du so... Der ist viel cooler hier mit seinem Laser. Wisst ihr was? Ich mach's an. Bam. Nix passiert. Ich verkack's voll. So. Oh yeah. Erledigt. Oh, warte. Den wollte ich noch haben. So. Für den letzten Abschnitt nochmal hier Power aktiviert. Boah, das sieht cool aus bei Shadow. Und Arang. Also die Shadow-Missionen sind einfach genial. Ich als kleiner Shadow-Fan hier. Dankeschön. Einmal speichern und weiter geht's. Mephiles. Chaos Control! What? Stop. Who are you? I'm Shadow. Shadow the Hedgehog. Shadow, your face, your form. Death certain, you will die. Jetzt wissen wir auch, woher der den Namen hat, wie ich es mir schon dachte. Did you do it? Yes. And you? Yes. The flames are properly sealed. It's done. You're going to leave it behind? Yes. I already know what becomes of it in the future. It's time to return. Yes, of course. Chaos Control! You're back sooner than I expected. Omega is still in pursuit of Mephiles. So, where's the kid? What did you find 10 years ago? I need you to access GUN's database. Specifically, find out what materials the Scepter of Darkness was made from. Sure. But you haven't answered my question yet. I found the means to seal Mephiles. Okay, wir müssen also Mephiles, beziehungsweise Infos über das Zepter finden. Auch nicht schlecht.
Ich habe eigentlich gedacht, jetzt wo Mephiles versiegelt ist, endet das, aber ich habe ja ganz gerade außer Acht gelassen, dass er ja in der Zeit ja noch existiert. In der Vergangenheit nicht. Das habe ich komplett außer Acht gelassen gerade. Agent Rouge, respond. The location of the Scepter of Darkness is unknown, but there is an archaeologist who's researching it. If you find the archaeologist, you might get more information. Lass mich raten, die ist es. Ach so, wir müssen sie retten. Ist das etwa sowas wie diese Protect-Dingenskirchen da so? Wie bei der Anna mit dem Geheimnis? Sie weiß es und wir nicht. Oh nein. Das ist wieder was mit doppelter Ladezeit. Halleluja. Darauf haben wir doch alle schon gewartet. Einmal applaudieren, bitte. Okay. Nichtsdestotrotz hauen wir jetzt mal auf die Kacke. Das packe ich jetzt auf Anhieb. Oh. Mephiles Einheiten in der Stadt. Das sieht man auch nicht immer. Aber ich freue mich schon, wenn meine Leiste voll ist. Dann geht's hier jetzt richtig los. Die schon Schaden genommen? Nö. Okay, ich kümmere mich erstmal um die Seite. Pam. 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 Okay, steht hier noch relativ sicher. Pam. Pam. Dich. Und jetzt noch der eine hier. Was? Das war's schon? Nee, ne? Ich wollte meine Leiste noch voll kriegen und einmal ein bisschen drauf bashen. Ich habe ein bisschen zu schnell gerade gedrückt. Da hinten winkt die Archäologin noch. Und der eine da mit dem rosa Hemd, da pennt auf dem Tisch. Ey, das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich so einen Suffkopf. Lasst mich raten, wir haben 70 Punkte gefehlt. Tatsache. Das wären die Ringe, die ich hätte einsammeln können, die sie auf der Map sich hätte befanden. Naja, egal. Hol dir das Zepter der Finsternis. Das Zepter der Finsternis. So. Okay. Hoppala. Okay. Was hat das mit unseren Dingen? Ich will mit dem Kind reden, nicht mit dir. Mach dich nicht so wichtig, du Drecksack. Das ist eher ein Fan. So. Du da! Oh, du bist das Mädchen. Hallo. Das Mädchen, was auf dem Dach stand. Ging in der anderen Richtung. Die Richtung. Entschuldigung, kleines Mädchen. Okay, du zeigst mir die Richtung an. Was willst du denn? Die Richtung, sagtest du. Okay. Du bist nochmal das Mädchen. In die andere Richtung. Da lang. Okay. Okay. Danke. Wartet mal. Ich bin noch hier. Hey. Hey. Dein Kiosknall. Steigerung der Angriffskampf. Okay. Chaos-Schub, Level 2. Hierbei bekommst du die Chaos-Lanze, eine verbesserte Version Chaos-Spear. Hierbei kannst du den Chaos-Stoß aktivieren. Okay. Ich kann mir beides holen. Ultimative Lebensform.
So, das habe ich schon. Okay. Stimmt. Wow. Das ist es doch, oder? Was ist das hier damit gemeint, oder was? Okay. Warte mal. Du bist hier eine Infoquelle und du bist eine Infoquelle. Was sagst du mir? In der anderen Richtung. Das sind die Richtung. Okay. Gehen wir mal in die Richtung. Das ist auch so ein Ding. So. Auch wieder das Mädchen. Göttin liegt in der anderen Richtung. Okay. Das Priester liegt in der Richtung. Okay. Du zeigst mir jetzt den Weg zu. Hallo. Priester liegt in der Richtung. Okay. Hoppala. Hi, Mädchen. Du zeigst mir. Fontäne des Priesters da lang. Ah, ja. Ich weiß, dass damit die Springbrunnen gemeint sind. Ah, da ist auch der Stern. Hier muss ich auch hin. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba. Okay, Münze reinwerfen, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Zur Beleuchtung, sie werden nicht mehr benutzt. Okay. Kerzenhalter. Sind das, sollen das die Kerzenhalter sein? Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Ja, hier ist mein Ziel. Es gibt also drei von diesen Statuen. Die hat die Kerzenhalter. Okay. Ich habe jetzt echt nicht aufgepasst, was ich machen soll damit. Cool, die kriegen hier Fußabdrücke in den Boden. Reden wir mal mit weiteren Passanten. Okay, was hast du? Dich beobachtet wer? Warte mal. Ist hier jemand? Da meinst du jetzt die Statue? Warte mal, was hast du? Da lang. Okay. Ich will nur was nachgucken. Das war ja die Rede von drei Springbrunnen. Hier in dem Startend hat man so gut wie gar nichts gemacht bisher. Oh, da ist ein Bouncing Ding. So. Knochen. Kann ich ja eigentlich wieder auf diese Kirchendingern drauf? Ich muss ja die Glocken zum Läuten bringen. Oh, hallo Silbermünze. Oh, ich sehe gerade, meine Zeit wird auch langsam knapp. Ich will mal gucken, ob man die Glocken zum Läuten bringen kann. Erstmal. Es gibt drei Brunnen. Wo ist der dritte? Was sagst du mir? Wie ist das? Ja. Gibt ja drei. Oder habe ich mich da verhört? So. Göttin liegt da. Und das ist der erste. Die eine. Hier. Das ist zu. Okay, also muss echt die letzte da hinten gewesen. Muss echt da hinten sein. Ja.
Ich habe echt nicht aufgepasst, was ich machen muss. Doof, wa? Der Göttin ist da hinten. Warte mal, können wir alle Glocken zum Läuten bringen wieder? Nur so eine Frage nebenbei. Nö. So wie es aussieht, nicht. Okay. Also hat es wirklich was mit denen. Ja, muss es ja, sonst werden die ja nicht markiert. Okay, dann gehen wir mal zu der einen dahin. Aber irgendwo muss ich ja noch was herkriegen oder irgendwas muss ich machen. Was bist du für eine? Du bist eine alternative Aufgabe. Dich brauchen wir halt machen. So, okay, also querbeet wieder dumm durch die Gegend laufen. Und hier, ja, warte mal. Ah, ha, ha, ha. So einfach. Durch einfaches Rumgespiele. Aber gut, Freunde, bevor ich jetzt die letzte anzünde, würde ich sagen, ich beende erstmal das Video. Bevor es hier zu lang wird. Und würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.